Wir sind zurück im Game Center hier bei Jajais, wo es beim letzten Mal einige Entwicklungen in der Story gab. Nicht nur haben wir endlich mit Shintani gesprochen und ihn vor der Kyodeikai gewarnt, nein, danach haben wir auch noch einige wertvolle Infos von Ayabe zur Beziehung zwischen Kyodeikai und dem Baugroßunternehmen Kajihida Group erhalten. Und dann durften wir sogar noch einen Blick hinter die Maske des Jester werfen. Sugiura heißt der junge Mann, der sich als Jester ausgegeben hat und der vor allem noch eine Rechnung mit der Kajihida Group offen hat. Mal sehen, wie das am Ende alles zusammenpasst. Wir machen einfach hier weiter und zuerst spreche ich natürlich kurz mit Kaito und Higashi, die hier noch so erwartungsvoll verharren. Dieser Sugiura scheint ja ein ganz netter Kerl zu sein. Dein Urteil hat sicher nichts mit dem Lob zu tun, das er für dich übrig hatte. Trauen können wir ihm aber noch nicht. Wenn die eine Hand aber die andere wäscht, sind wir, glaube ich, ganz gut verblieben so. Ja, denke ich auch. Ich würde sagen, für heute reicht's dann jetzt auch erstmal. Ich gehe zurück ins Büro. Gut. Bis dann. Okay? Jetzt geht endlich. Ich will dir auch langsam zumachen. Und platz sie doch nicht immer so rein in Zukunft. Okay. Dann, also wirklich zuerst zurück ins Büro. Ich könnte natürlich auch noch unterwegs was erledigen, zum Beispiel das Date mit Sana, das aussteht. Oder mal schauen, was eigentlich diesen Auftrag so umfasst mit dem Verlagsgeschäft. Der ist ja auch noch offen. Dazu muss ich, glaube ich, ins Café Mijode oder so. Da wartet der Klient auf mich. Jetzt auch schon ein bisschen länger. Wow. Muss ich erstmal aufs Kämpfen hier wieder klarkommen. Sekiro hat mich komplett gepackt. Und ich habe nochmal einen etwas größeren Flaschenhals erreicht diese Woche, dass ich an einem Boss nicht mehr wirklich weiterkam, aber den wollte ich unbedingt besiegen. Und das Schöne an dem Spiel ist ja, dass man echt nicht einfach leveln kann, bis man stark genug ist, um so einen Boss zu plätten, sondern dass es tatsächlich ausschließlich darauf ankommt, entsprechend gut zu werden in dem Spiel. Klingt immer sehr elitär, aber dadurch hat man, auch wenn der Kampf extrem anstrengend ist, am Ende viel mehr davon, weil im Anschluss dann einfach alles viel besser vorangeht und nachdem dann so eine Hürde gemeistert wurde, fällt einem alles erstmal wieder für einige Stunden ganz leicht und es geht super gut weiter. Okay. Da gibt's noch einen Anruf. Der Barkeeper vom Tender? Hallo? Wie kann ich dir helfen? Hey, Tabo. Hier wird's gerade richtig interessant. Mari erzählt vielleicht ihre Lebensgeschichte, wenn's gut läuft. Was? Mari? Sie erzählt doch normalerweise nichts über sich. Zumindest mir noch nie. Heute ist das anders. Aber du müsstest doch da sein. Wieso? Na, die anderen Gäste mutmaßen gerade, was ihr Geheimnis ist. Und wir haben hier eine kleine Wette am Laufen. Allerdings tappen wir ziemlich im Dunkeln. Deshalb wäre es gut, wenn ein namhafter Detektiv jetzt hier wäre. Ich war doch gerade erst im Tender. Soll ich echt nochmal vorbeikommen? Ja, schon. Das könnte sich wirklich auch lohnen für dich mit der Wette. Also, wir warten hier auf dich. Bis gleich. Einfach aufgelegt. Hat schon überzeugende Art am Leib. Dann gehe ich wohl erstmal ins Tender. Eher eine sehr zwingende Art. Jetzt muss ich das wohl machen. Denn auch die Story-Quest hat sich entsprechend angepasst, dass ich ins Tender soll. Aber wenn wir hier schon in der Gegend sind, möchte ich dann doch erstmal zu Sana und das Date erledigen. Die wartet ja quasi schon auf uns und das auch schon etwas länger. Genauso wie der Klient, den ich gerade schon erwähnt hatte. Also hier durch. Ach Mist, ja, da ist immer noch zu. Ah, ich glaube, ich hätte den anderen Ausgang nehmen sollen. Auch kein großer Umweg. Passt schon. Ein Geschenk habe ich ja, glaube ich, noch dabei. Das sieht alles genauso aus wie beim letzten Date. Ist die Begrüßung wahrscheinlich noch dieselbe? Ich drücke das mal weiter. Ah, ne. Irgendwas anderes ist passiert. Ich habe eine Platte von ihr erhalten. Yumi no Tochu, ihr Song.
Was, eine Schallplatte? Ja, ich habe sie als Andenken bekommen vom Manager. Haben sie extra herstellen lassen. Oh, nicht schlecht. Ich habe zu Hause einen Plattenspieler, da kann ich sie mir anhören. Ist mir etwas peinlich, mich selbst zu hören. Soll ich ihr wieder was schenken? Ich habe nur noch den Twinkle Heart Ring dabei, aber meinetwegen probieren wir mal den. Hier, wieder ein Geschenk. Was, echt? Nichts Besonderes, aber bitte. Oh, ein Herzring? Wie süß. Freut sie, wie es scheint. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Ich werde ihn in Ehren halten. Besser gelaufen und günstiger als die Ohrringe. Also, so sollen wir halt hin. Nehme ich diesmal einfach das Game Center. Wollen wir nicht ins Game Center gehen? Ja, ich möchte gerne eine Runde UFO Catcher spielen. Das geht doch hier gar nicht in dem Spiel. Oh, erstmal passiert was. Das war dieser komische, schweigsame Fan. Sana! Oh, hallo, Kabata. Du bringst endlich eine CD raus, was? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Major-Debüt. Vielen Dank. Oh, und hübsch bist du heute wieder. Mein neues Smartphone hat eine super Kamera. Jede einzelne Pore nimmt sie auf. Oh, lieber nicht. Der Typ da, wer ist das eigentlich? Oh, der? Das ist... Ich bin ein Bekannter von Sana. Oh, ganz schön abgehalftert. Wo hast denn diese Lederjacke her? Oh, genau, Sana. Ich habe eine Fansite für dich gemacht. Ich schick dir die Adresse. Kannst du mir dafür deine Kontaktdaten geben? Oh, das möchte ich lieber nicht so gern. Ach, keine Sorge. Ich werde sie nicht an Weirdos weitergeben. Und spät nachts auch nicht besonders viel schreiben. Sorry, aber wir haben was vor. Entschuldige uns bitte. Ah, das ist besser. Ich zieh weg. Der Typ ist nicht unbedingt wenig creepy. Außerdem suggeriert die Musik schon, dass das nicht so angenehm ist mit ihm. War das gerade ein Fan von dir? Ja, Kabata heißt er und verfolgt meine Musik und Videos schon lange. Schon bevor ich nach Tokio gekommen bin. Schreibt auch sehr viel Fanpost. Etwas seltsam ist er, aber kein schlechter Mensch, denke ich. Okay. Aber es wäre besser, wenn er das nicht missversteht. Missversteht? Was meinst du? Na, wenn er denkt, ich wäre dein Freund oder so, das wäre dann vielleicht eher schlecht für deine Erfolgschancen, für deine Karriere. Ha? Ich dachte, wir könnten vielleicht was essen gehen, aber wenn uns Fans dabei beobachten, wäre das nicht gut, denke ich. Oh, meinst du? Ich hatte mich so gefreut auf unser Treffen. Also, sollen wir es dabei belassen und uns erstmal trennen für heute, oder willst du vielleicht zu mir kommen? Oh, ist das zu viel? Ich glaube, das probiere ich trotzdem mal aus. Wollen wir zu mir gehen? Was? Zu dir nach Hause? Ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen, gesehen zu werden. Meinst du etwa, du willst... Willst du etwa... Ich meine, willst du's? Hä? Also, zu mir ins Büro meine ich. Da wohne ich auch. Zu meiner Detektei. Ist doch unverfänglich, oder? Ah, ja, klar. Was hat sie denn gleich gedacht? Na, man lädt nicht einfach so Damen zu sich nach Hause ein, die man noch nicht so gut kennt, Yagami. Andererseits schien sie auch gar nicht so abgeneigt von der Idee. Hat sich wohl schon ein bisschen in ihn verguckt. Hier arbeitest und wohnst du also, Yagami? Ist gemütlich, finde ich. Danke. Ich empfange hier meine Klienten, daher soll es das auch sein. Und du wohnst hier, also schläfst hier auch? Wo ist denn dein Bett? Ich hab keins. Ich schlafe auf dem Sofa. Was? Oh, ganz schön verwegen. Jedenfalls, schön, dass du da bist. Ich hab gar nichts zu essen hier. Hast du Hunger? Ach, gar nicht so sehr. Wenn du magst, wollen wir vielleicht was kochen? Kochen? Wie meinst du? Na, Karte zum Beispiel. Das ist doch ganz leicht zu machen. Wenn wir die Zutaten nur holen. Echt? Na, dann kaufe ich schnell welche ein. Ich komme mit. Ist natürlich ein großer Vertrauensbeweis, wenn sie jetzt kocht. Oh, soll ich sie das alles allein machen lassen? Überlass das nur mir, kein Problem. Okay. Hätte wenigstens den Müll aus der Spüle wegräumen können.
Tada! Schon fertig! Wow! Nishiagare? Mein Spezialrezept mit japanischer Brühe. Bitte, guten Appetit! Hau rein! Danke, guten Appetit! Wieder schön modelliert das Essen. Der Geruch, das ist mit Mirin. Und was ist das? Rettich? Zum Hähnchenfleisch und mit dem Curry passt das Mirin gut. Die Schärfe akzentuiert die Aromen auch gut. Die japanische Brühe und das Curry verstärken sich gegenseitig. Harmoniert alles hervorragend. Das ist, kann ich entweder sagen, nicht so mein Fall oder super lecker oder lecker. Machen wir lieber das weniger alberne. Lecker. Schmeckt mir wirklich gut. Wirklich? Das ist schön. Weil ich es anders würze als sonst ist, habe ich mich etwas gesorgt, ob es dir schmecken würde. Nein, das ist echt gut. Ungewöhnlich. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das jetzt schmeckt. Aber gut. Scheint ihm zu gefallen. Unterhalten wir uns, Yagami. Oh, jetzt in diesem Setting mit ihr zu sprechen, wo sie keine Klientin ist, ist eine ganz neue Erfahrung. Worüber sollen wir nur reden? Entweder können wir wieder ein Foto machen oder wir sprechen über Musik allgemein, über ihre Songs oder ob sie einen Freund hat. Nee, das ist wieder zu direkt. Erstmal über Musik. Warum hast du eigentlich angefangen, Musik zu machen? Ach, ich mag das schon immer gern, Musik oder singen. Weil ich öfter gelobt wurde, habe ich auch mal an einem Talentwettbewerb in der Schule mitgemacht. Das ist dann alles so seinen Weg gegangen. Und jetzt versuche ich das professionell. Und schon steht das Debüt bevor, was? Hast echt Glück gehabt oder du musst Talent haben? Nee, Talent, natürlich. Also nur mit Willen schafft man das nicht, hm? Da ist auch viel Talent mit dabei. Meinst du? Na klar. Du hast ja schon einige Fans gesammelt und scheinst die Leute auch zu erreichen mit deiner Musik. Danke. Wie ist es eigentlich mit dir? Magst du meine Lieder? Ja, natürlich. Schön. Du bist mein Lieblingsfan. Ich habe mich übrigens auch gefragt, warum du Detektiv geworden bist. Schwieriges Thema. Warum? Also, ich würde sagen, weil man keinen Anzug tragen muss als Detektiv. Was? Nur deshalb? Das ist wichtig. Anzüge sind so steif und außerdem viel zu geschniegelt. In etwas rauerer Kleidung fühle ich mich viel wohler. Du bist wirklich witzig. Das ist kein Witz. Meine ich eigentlich ziemlich ernst. Ja, aber ein Anzug wird dir eigentlich gut stehen, denke ich. Ich ziehe demnächst mal einen an. Ja, das will ich sehen. Hervorragend. Jetzt zu ihrem Song. Schreibst du eigentlich gerade auch an neuen Songs? Ich sitze gerade an den Lyrics für den nächsten. Aha, worum geht er? Interessiert dich das? Natürlich, ich bin doch dein Lieblingsfan. Ach, ja, das ist mir etwas peinlich. Es wird ein Liebeslied. Aha. Was denn für eins? Es geht darum, wie sich langsam in einem die Gefühle entwickeln und den Moment, in dem man das bemerkt. So in die Richtung, so ein Song. Also sowas wie das Herzklopfen, das man als junge Frau spürt. Ja, genau. Greifst du dabei eigentlich auch auf eigene Erfahrungen zurück? Ja, natürlich auch. Ich meine, ich bin auch verliebt gerade. Aha, in wen denn? Das ist geheim. Ach, jetzt ist mein Interesse aber geweckt. Perfekt, so geht es direkt organisch weiter zur Boyfriend-Frage. Da fällt mir ein, was ich mich noch gefragt hatte. Ist es eigentlich okay, wenn du hier einfach so zu mir kommst? Hm? Wie meinst du das denn? Ich meine, wenn du mit jemandem zusammen wärst, dann wäre das für den sicher nicht in Ordnung. Ach so, ja, das stimmt vielleicht. Aber keine Sorge, ich habe gerade keinen Freund. Jetzt kann ich sagen, das ist gut oder happy. Nee, nicht zu sehr übertreiben.
Ah, gut. Dann besteht ja kein Grund zur Sorge. Nein, absolut nicht. Mach dir keine Gedanken. Außerdem, ich bin doch kein Mädchen, das einfach so zu einem anderen Mann nach Hause geht und für ihn Essen kocht, obwohl es einen Freund hat. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und du, Yagami? Hast du eine Freundin? Eine Freundin. Ja, soll ich jetzt lügen? Entweder habe ich eine oder keine, aber er hat ja keine. Nein, leider nicht. Ach ja? Ich hatte mich auch schon gefragt. Aber dann ist ja gut. Dachtest du etwa, ich wäre jemand, der in festen Händen ist und einfach so ein Mädchen einlädt und sich von ihr Curry kochen lässt? Ah, nein, stimmt natürlich. Machen wir noch ein Foto. Sana, wollen wir wieder ein Erinnerungsfoto machen? Oh ja, gerne. Hier in diesem wundervollen Bürosetting. Bisschen dunkel, aber ein Lächeln können wir uns abzwingen. War das in Ordnung? Ja, das war ganz in Ordnung. Das schicken wir dann wieder zu. Das ist genau der gleiche Dialog wie beim letzten Mal. Und das war's für heute. Okay, das wär's erstmal. Na, das war doch nett heute. Aber wir sollten langsam mal Schluss machen, oder? War's schon? Ich habe eigentlich noch Zeit. Ich könnte wirklich stundenlang mit dir quatschen, Yagami. Hast du nicht Lust, noch weiter zu reden? Bis tief in die Nacht? Besser geh, bevor es zu spät wird, oder möchtest du heute hier übernachten? Nee, das geht viel zu schnell. Geh besser nach Haus. Nein, das geht nicht. Besser geh, bevor es zu spät wird. Na, ich bin doch kein Kind mehr. Na los, ich bring dich auch. Gehen wir. Okay. Und wohin? Wohnt sie irgendwie außerhalb der Stadt, in der Vorstadt oder direkt auf dem Theatervorplatz oder wie? Anscheinend tatsächlich da. Also, bald steht dein Debüt an, was? Du wirst jetzt immer berühmter. Vielleicht. Das geht alles so schnell, dass es sich gar nicht richtig echt anfühlt. Ich denke, die Realität wird dich schon bald einholen. Meinst du? Ja, und so großartig wie du bist, wirst du im Handumdrehen ein Star sein. Ja? Na, die beiden Schüler wieder. Hä? Das ist doch Sana, die wir auf MyTube gesehen haben. Oh ja, ha, du hast recht. Oh, in echt ist sie ja noch viel süßer. Kennt ihr meine Songs? Habt ihr sie angehört? Ja, genau, haben wir. Können wir nicht zusammen ein Foto machen? Das könnten wir dann auf Jutta hochladen. Also eher... Hey, hey! Was soll das? Ha? Missachtet Sanas Privatsphäre nicht. Ihr stört sie. Das ist ihr unangenehm. Ja, die sind ja auch 3 Jahre älter. Kitamura und Ota, ich danke euch. Ach, kein Ding. Was ist eigentlich mit ihm? Ist es ein Date? Glaub nicht, dass wir das nicht merken. Nein, nein. Er hat mich eigentlich nur beraten in einer Sache. Wir sind gerade fertig und wollten uns eben hier verabschieden. Du bist jetzt ja schon fast ein Star. Das können die Fans leicht falsch verstehen. Es gibt auch welche, die gefährlich werden könnten. Wie Kabata, ihr Stalker. Hm? Stalker? War das der Typ, der dich heute angesprochen hat? Yeah. Nein, der ist doch kein Stalker. Er ist nur ein sehr treuer Fan. Aber er hat auf Yatta geklagt, dass Hanna auf dem Date mit dem Mann war. Hat ziemlich wirres Zeug geschrieben. Ich denke, es ist besser, etwas vorsichtiger zu sein. Aber naja, wir müssen. Oh je, das wird gefährlich. Keine Angst. Meld dich, wenn was ist, ja? Okay. Das hat mir heute wirklich sehr viel Spaß gemacht, Yagami. Hier bitte, 100 Punkte.
Na, das freut mich. Die Zeit ist wieder einfach irgendwohin verschwunden. Vielen Dank. Mach's gut. Bye bye und bye bye. Wieder ein erfolgreiches Date gehabt. Schön, wenn das in den Videospielen so gut klappt. Fast genau wie im echten Leben. Also, was machen wir als nächstes? Erstmal kurz die Nachricht angucken, die gekommen ist. Wahrscheinlich direkt wieder von Sana. Ja. Sie bedankt sich nochmal für heute und dass ich das Curry gegessen habe. Jetzt kann ich entweder sagen, koch mir nochmal welches oder nächstes Mal gehen wir lieber woanders essen. Nee, koch nochmal was. Ja, gerne jederzeit. Und wenn ich Wünsche habe, dann kann sie mir das auch kochen. Sehr nett. Immer noch etwas seltsam, wie sich das entwickelt zwischen den beiden. Mit diesem großen Altersunterschied und der sehr unterschiedlichen Lebenserfahrung. Aber naja, alles relativ keusch. Eigentlich immer in dieser Serie. Es geht eher darum, Life-Advice zu geben hier. Der erfahrene Yagami hilft der Karriere von Sana auf die Sprünge. Ich gehe noch ganz kurz was essen, bevor wir im Mijode vorbeischauen, denn ich glaube, ich habe auch wieder ein bisschen was eingesteckt. Zwei Burger haben wir hier noch nicht probiert. Ich glaube, Friendship-Quest-mäßig gab es hier nichts. Das letzte Mal, als wir hier zu Gast waren, haben wir danach die Vermieterin getroffen vor dem Laden. Ich glaube, das war alles, was es hier in die Richtung sonst gegeben hätte. Moment, was ist das? Noch eine Nachricht. Ah, von Kim. Die Keihin-Allianz ist wieder im Viertel und hält wieder Ausschau nach Yagami. Letztes Mal habe ich ja schon Honda besiegt. Werde ich demnächst vielleicht auch nochmal den anderen Boss versuchen zu erledigen. Aber erstmal machen wir den Auftrag. Haben wir noch ein bisschen Zeit, dann den Boss aufzusuchen. Wo ist unser Klient denn? Ist er doch nicht hier? War mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht muss ich auch erstmal mit dem Verkäufer sprechen. Hallo, Kundschaft. Oh, willkommen. Ah, du bist es wieder. Nur die Motto. Wie geht's? Ganz okay. Ich bring dich an einen Tisch. Hier entlang. Letztens, als ich hier war, hat mich übrigens diese Mihadu bewirtet. Echt? Hab ein bisschen mit ihr gesprochen und sie ist wohl gerade auf der Suche. Echt? Hab sie auch gefragt, was so ihr Typ ist. Sie meinte jemand mit Humor und guter Laune. Echt? Also, wenn du nicht mehr als echt rausbekommst, dann erfüllst du diese Ansprüche aber nicht, nur dem Motto. Echt? Ja, echt. Deshalb leg mal besser eine andere Platte auf. Okay. Aber wie kann ich das denn anstellen, unterhaltsamer rüberzukommen? Na, ich bin da auch nicht unbedingt ein Fachmann, aber eine Idee hätte ich vielleicht. Grundlegend für gute Unterhaltung ist immer ein solider Aufbau. Und die Details müssen auch stimmen und passen. Das habe ich so mal einen Profi im Fernsehen erklären gesehen. Aufbau und Details. Okay, gut. Danke für den guten Rat. Dafür bist du heute eingeladen. Danke. Viel Erfolg, Nodimoto. Danke. Was guckt der eigentlich nebenan hier immer so rüber? Ist das vielleicht unser... Ah ja, das ist tatsächlich unser Klient, unser Auftrag. Gar nicht aufdringlich, wie der eben unserem Gespräch zugehört hat. Hallo. Hast du mich vielleicht herbestellt? Ja, ich denke. Yagami, richtig? Hab dich schon erwartet. Ich heiße Kawada. Freut mich sehr. Also, wie kann ich dir weiterhelfen? Na, ich bin Herausgeber bei einem kleinen Verlag. Kumori Soda Shuppan heißt er. Und naja, in letzter Zeit läuft das Geschäft bei uns nicht so besonders. Wenn wir nicht einen Bestseller an Land ziehen, müssen wir unsere Firma wohl aufgeben. So ernst ist die Lage bei euch.
Mhm. Aber auf einmal hat sich jetzt noch eine ganz glückverheißende Sache aufgetan. Was denn? Kennst du vielleicht Katagiri Takumi, den Krimi-Autoren? Hat er nicht diese Edison-Serie geschrieben? Ich habe mal Die mörderische Glühbirne gelesen, glaube ich. Ich sehe, du weißt Bescheid. Bald wird Katagiri sein neues Werk ankündigen. Ich möchte, dass du auf das Ankündigungsevent mitkommst, Yagami. Aha. Sidecase, die Herausforderung des Krimi-Autoren. Ich? Warum das denn? Bei dieser Veranstaltung wird um das Veröffentlichungsrecht seines neuen Romans gespielt. Was? Natürlich reißen sich alle Verlage um dieses Recht. Deswegen gibt es seit jeher einen großen Konkurrenzkampf darum. Klar. Ist ja auch quasi eine Lizenz zum Gelddrucken, ne? Ja, genau. Und bisher hatten kleine Nischenverlage wie meine Firma keine Chance auf einen Katagiri. Ich verstehe. Und deswegen wollte der Autor wohl diesmal, dass die Chancen für alle gleich wären. Also hat er deswegen verfügt, dass auf diesem Event die Veröffentlichungsrechte vergeben werden sollen? Richtig erfasst. Okay. Und wie soll die Entscheidung vorgenommen werden? Die Regeln sind einfach. Der Verlag, der als erster seinen Code knacken kann, bekommt die Rechte. Mhm. Ein Code? Genau, ein Code. Und ich möchte von dir natürlich, dass du den knackst, Yagami. Hä? Was? Wer soll das besser können als ein Detektiv? Genau wie in den Edison-Büchern. Das ist nur in solchen Krimis so einfach. Im echten Leben ist das was anderes. Ach, sag das nicht. Die Zukunft unserer Firma steht auf dem Spiel. Bitte, Yagami. Dein Honorar, wenn es dir gelingt, wären 180.000 Yen. Und wenn es dir nicht gelingt, werde ich mich auch nicht beklagen. Na, wenn es so ist? Danke. Aber ich kann wie gesagt nichts versprechen wegen des Codes. Na, selbstverständlich. Wollen wir direkt los zum Veranstaltungsort? Wärst du soweit? Warum nicht? Ja, okay. Gehen wir mal hin. Schön. Auf geht's. Kumori Soda Shuppan, das heißt Verlag des bewölkten Himmels. Bei dem Namen irgendwie klar, dass die Geschäfte nicht so gut laufen. Also, hier findet das Event statt. Es sollte gleich losgehen. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Begrüßen Sie mit mir Japans Vorzeigeautor der gehobenen Kriminalliteratur, Katagiri Takumi, der uns sein neues Werk vorstellen wird. Am besten übergebe ich gleich an ihn. Bitte sehr. Hui, er hat einen ganz schön flimmernden Anzug an. Hallo, ich heiße Katagiri. Vielen Dank, dass Sie sich herbemüht haben. Eigentlich bin ich nicht der Typ für solche Events, aber wir haben uns ja aus einem guten Grund hier eingefunden. Ich möchte Ihnen mein neues Buch vorstellen, das sich meiner Meinung nach nicht hinter den Edison-Romanen verstecken muss. Bei welchem Verlag ich es aber verlegen lasse, da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich dachte mir, es wäre doch ganz schön, wenn jeder Interessent mit den gleichen Chancen ins Rennen ginge. Also habe ich mir überlegt, dass derjenige den Roman verlegen soll, der als erster meinen Code knacken kann. Ich wünsche Ihnen allen einen kühlen Kopf und viel Erfolg. Also, Yagami, los geht's. Ich verlasse mich auf dich. Okay, aber erwarte bitte nicht zu viel, ja? Nun denn, dann möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Gleich gibt's den Code. Die Lösung ist für den Safe bestimmt, den Sie hier auf der Bühne finden. Darin befindet sich das Manuskript des Katagiri-Romans. Bitte kommen Sie, wenn Sie den Code geknackt haben, her und geben Sie Ihre Lösung direkt am Safe ein. Der oder die Erste, die es schafft, darf den Roman verlegen. Ich hoffe, Sie sind alle soweit. Hier ist der Code. Yagami-san. Yagami, verstehst du das? Da müssen wohl Buchstaben mit Zahlen in Verbindung gebracht werden. 4 mal A ist 4, 4 mal B ist 8, 4 mal C 0 und 4 mal D nochmal 4. A, C, A, C ist 2. Dann wäre, glaube ich, A 1, B 2, C 0 und D 1. C, D, B, A wäre dann 0 plus 2 plus 1 plus 1, also 4. C, 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 A wäre 1. B, A, C, C wäre 2 plus 1 plus 0, also 3. Und A, A, B, C 1, 1, 2, 0, also 4.
Dann wäre es zusammen 4-1-3-4. Mal ausprobieren. Oh, lass mich mal kurz überlegen. Ja. Okay, ich hab's, glaube ich. Was, echt? Dann nichts wie hin. Versuch den Safe aufzumachen. Ja, okay. Also, 4-1-3-4. Wie es aussieht, meint schon einer die Lösung zu haben. Wie heißt du? Ich bin Yagami von Kumodisora Shupan. Yagami. Und, hast du ein gutes Gefühl? Ja, ganz gut. Na, dann versuch mal dein Glück. Und gib hier bitte die Nummer ein. Bitte sehr. Okay. Versuche ich mal, den Safe aufzumachen. Jetzt kann ich mir entweder nochmal den Hint angucken oder das direkt ausprobieren. Ich habe ja meinen Code. Also, 4... Ach, das geht hinten los. Hä? Muss ich das jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts machen? Probiere ich es einfach mal in der Reihenfolge, wie die Zahlen waren. 4, 1, 3, 4. Schade. Falsch. Das musst du wohl nochmal genauer überdenken. Mist. Ich habe mich vertan. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Ach, Kacke. Dann hätte ich es wohl doch von links nach rechts eingeben sollen. Ich glaube, die Zahlen an sich waren richtig. Es war ja nicht so schwer. Schade. Aber gib nicht auf, ja? Wie sieht's mit dir aus? Hast du eine Idee? Nee, also, ich kann sowas nicht. Yagami, brauchst du vielleicht ein bisschen frische Luft? Sollen wir mal kurz raus? Ich glaube, das ist nur, wenn man es unterbrechen möchte. Machen wir also hier erst nochmal weiter. Also, noch ein Versuch. Hier unten gibt er noch ein paar Hinweise, aber das ist ja wirklich selbsterklärend. Das brauche ich jetzt nicht. Probieren wir es gleich nochmal. Das wiederholt sich. Jetzt also nochmal die andere Richtung. 4-3-1-4. Also von links gelesen 4-1-3-4. Oh ja, cool. Wunderbar, er hat's geschafft. Der Safe ist auf. Großartig. Der Herr von Kumodisora Shupan hat den Code geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wenn das jetzt so schnell ging, beim nächsten Mal muss ich mir vielleicht eine schwierigere Aufgabe ausdenken. Yay, gewonnen! Zum Glück bin ich ein Meisterdetektiv. Vielen Dank, Yagami. Du hast unsere Firma gerettet. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Bin selbst etwas überrascht, ehrlich gesagt. Du musst gar nicht so bescheiden sein. Ich bin wirklich froh, dich gefragt zu haben. Hier, bitte. Das versprochene Honorar. Danke sehr. Okay, dann werde ich mal mit Katagiri über den Vertrag sprechen. Sehr schön. Gutes Gelingen. Danke nochmal. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Dafür gibt es nochmal 80 Erfahrungspunkte und vor allen Dingen nochmal einiges an Geld. Beim nächsten Mal werden wir das Spiel hier wieder aufnehmen und schauen, was Maris Geheimnis ist und mal sehen, wie danach sich die Story weiterentwickelt, wenn dann der Tag wirklich vorüber ist. Vielleicht können wir uns auch noch einem neuen Sidecase annehmen. Mal sehen, was sich bei Jajai's Shinigami no Yuigon ergibt. Danke fürs Zusehen. Und macht's gut.